Vor über 3 Jahren haben wir Anna bei ihrer Reitstunde besucht. Die damals 10-Jährige hatte nicht nur große Ziele, sondern auch ein großes Pferd. Auch heute sitzt Anna immer noch am liebsten im Sattel großer Pferde und möchte mit ihnen hoch hinaus. Ich bin die Anna, bin mittlerweile 13 Jahre alt und bin hier auf dem Uhlenhof zu Hause. Hab jetzt einen 7-jährigen Holsteiner Wallach von Casiano Contender. Mit dem reite ich E- und A-Springen und hoffentlich auch höher. Mittlerweile sind wir eigentlich recht eingespieltes Team, was natürlich auch noch ausbalancieren muss. Er ist zwar noch jung, aber dafür ist er relativ ausgeglichen, eigentlich relativ lieb so im Umgang. In den vergangenen Jahren hat sich Anna von der Anfängerin zu einer ambitionierten Springreiterin entwickelt. Dann hat es so langsam angefangen, jeden Tag zu reiten und sich halt mehr mit den Pferden zu beschäftigen. Dann hatte ich auch mal wieder eine Phase, wo ich so gar nicht reiten wollte. Aber jetzt ist immer noch so die Zeit, dass ich halt immer jeden Tag reite, manchmal auch 2 Pferde pro Tag. Sogar die ersten Turniere hat die 13-Jährige schon bestritten. Das erste Turnier ist ihr noch gut im Gedächtnis. Das war das erste Turnier zu Hause. Da bin ich mit der Kalli gegangen. Das war ein Ringreiterwettbewerb. Und ja, da wurde ich dann 15. Also wenn ich zum Turnier hinfahre, dann bin ich gar nicht aufgeregt. Aber wenn ich mir dann so den Parcours angucke und wie die Wege da manchmal sind, dann habe ich schon so ein bisschen Aufregung, aber sonst eigentlich nicht wirklich. Springreiten fand Anna schon damals spannend und auch ihren Vorbildern ist sie bis heute treu geblieben. Hast du Vorbilder? Ja, Meredith Michaels Bearbaum. Wie sieht's heute aus? Meredith Michaels Bearbaum und unter anderem natürlich auch Hans Willi oder mein Papa, weil die halt schon viel in ihrem Leben erreicht haben und die reiten halt auch höhere Klassen. Sehr gut. Achten wir jetzt mal ein bisschen drauf, dass er einen Unterschenkel ein bisschen weiter zurückkriegt. Jawohl. Also meine Schwächen sind meine Arme, die ich halt immer so habe. Und meine Stärken sind, glaube ich, dass ich fast immer den Sprung passend treffe und die Distanzen halt auch immer relativ gut einschätzen kann.